Hier ist der Mario von Lauf meine kleinen Wölfe. Lange nichts mehr gehört von mir auf YouTube. Woran liegt's? Ganz einfach keine Zeit, viel zu tun. Es hat sich gerade viel getan in den letzten Wochen oder Monaten, seit ich glaube das letzte Video gemacht habe. Unheimlich viel, ja, deswegen ganz kurz Update. Ich bin hier gerade auf kleinen Spaziergang mit vier Welpen. Genau, vier Welpen, habe ich richtig gehört. Wir haben eigenen Nachwuchs bekommen. Insgesamt acht Welpen, sind jetzt 14 Wochen alt. Mit denen bin ich jetzt auch gerade auf Spaziergang. Genau, also das hat sich getan. Acht Welpen sind dazugekommen. Ich habe meinen Standort hier erstmal wechseln müssen, da wo ich ursprünglich war. Bin jetzt temporär bis jetzt noch Ende Januar an einem anderen Standort für 2 Monate. Sehr anstrengend gewesen, provisorisches Gehege aufbauen müssen, ein Hund ausgebrochen, angefahren von dem Auto und. Also es war rund um die Uhr immer irgendwas zu tun. Deswegen keine Zeit. Jetzt mache ich einfach mal doch ganz spontan ein Video. Genau, wie ich mit vier Welpen unterwegs bin und einen Aufpasser. Kein Husky, sondern es ist ein Dalmatiner-Mischling, der auf die Kleinen aufpasst. Genau, dann geht es jetzt für mich dann für 2 Monate nach Schweden, weil wir hier leider in Deutschland noch keinen Standort haben. Ich hoffe, dass wir im April dann einen haben hier in Deutschland. Genau, aber auf Schweden freue ich mich tatsächlich schon megamäßig, 2 Monate dort. Und da werde ich auch das, genau, ein Haus in Schweden habe ich mir gekauft, um dort oben, also in Nordschweden, Lappland, knapp so 150 Kilometer unterhalb Polarkreis. Und da fahren wir jetzt dann hin mit allen Hundis. Und genau, da wird man einfach so ein bisschen eine Auszeit machen, einfach die Zeit genießen, um hier mit, da hinten laufen sie gerade, Hunden trainieren, einfach auch ein bisschen entspannen. Und ja, da gibt es auch einiges zu tun dann. Genau. Hier, ich blende mal um, sind die Kleinen. So, da haben wir, wen haben wir heute dabei? Da haben wir den Lupi. Da haben wir die kleine Trinity. Hallo Trinity. Und da ist der Lino, das ist der Aufpasser und heute. Dann haben wir hier den Shinzo. Genau. Und den haben wir jetzt hier vergessen. Die Mozi, Mozi. Da läuft sie, die Mozi. Genau. Die Hunde, ja, alle von mir. Mama ist die Ilvi, Papa ist der Gonzo. Farblich kommen sie tatsächlich nach der Mama. Von der Statur und vom Charakter hat sich doch ein bisschen an der Gonzo durchgesetzt. Es bleiben alle bei mir. Eine Hündin oder zwei Hündinnen gebe ich wahrscheinlich ab, weil es einfach schon zu viele Hündinnen sind. Aber ansonsten bleiben erstmal alle Hunde bei mir. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, ihr seht, die haben Spaß, die flitzen hier rum. Und ja, jetzt gehe ich mit denen einfach spazieren, so wie ich es immer mache. Falls sich einer erinnert und jetzt sehr grob, Mario, die haben ja alle Geschirre an. Sonst laufen die ja ohne Geschirre bei dir, ohne Halsband. Ja, ist einfach dem Standort hier geschuldet, dass wenn wir hier loslaufen, müssen wir einfach erstmal ein bisschen über die Straße. Und dann muss ich sie am Halsband einfach ein bisschen sichern oder am Geschirr, dass die da nicht auf der Straße rennen. Das hatte ich am vorigen Standort, konnte ich direkt in die Wiese raus. Habe ich hier leider nicht. Und dann. Aber sie haben Spaß. Ihr seht, flitzen ja schon rum. Was trainiere ich jetzt wieder mit denen? Dass sie schön bei mir bleiben. Ganz gutes Training ist einfach, dass die Hunde auch ein bisschen lernen, sich an mir zu orientieren. Wenn die Hunde mal so wegflitzen, 100 Meter, drehe ich mich einfach um. Ich sag nichts, laufe einfach in die entgegengesetzte Richtung weiter, bis dann der erste Hund merkt, oder von den kleinen Obst. Oh, der läuft dann wieder in die andere Richtung, dass die da einfach folgen. Ja, und so lernen die Hunde dann, sich auch ein bisschen an mir zu orientieren. Das heißt, wenn die draußen rumrennen, auch immer wieder ein bisschen zu gucken, wo bin ich. Genau. Zum Glück habe ich da heute den Lino dabei. Der hat es heute als erstes gemerkt, dass ich mich umgedreht habe. Das ist auch so eine kleine Flitzkanone, ja. Ein Dalmatiner-Mischling.
aber unheimlich laufstark. Also er läuft tatsächlich bei mir auch ab und zu im Gespann mit die kürzeren Strecken. Auch dazu, ja, nicht. Es gibt auch viele, viele andere Zughunde, ja. Genau, hier wird ein bisschen gestritten. Also die Hunde haben Spaß und dürfen sich hier einfach austoben. Genau. Hey, hallo. Sehr neugierig, ja, die Hündin, das ist die Trinity. Genau, man merkt, ich bin Matrix-Fan, ja. Ich habe mein Neo, ich habe mein Morpheus. Und hier haben wir die kleine Trinity. Hey Trinity, hallo. Sehr neugierig. So, genau, das war's. Mehr will ich da jetzt auch gar nicht euch zulabern. Wie gesagt, der Bart ist auch sehr lang geworden. Vielleicht müsste ich mich mal wieder rasieren. Und ja, jetzt noch eine Woche, 1,5 Wochen, dann geht's nach Nordschweden, Lappland, wie gesagt. Und ich denke, da werde ich mich dann öfter melden mit einem kleinen, schönen YouTube-Film, wenn wir die Trails erkunden, direkt bei mir hinterm Haus. Und ja, wie sich da die Kleinen entwickeln. Ich freue mich einfach mega drauf. Warum? Weil es einfach sehr, sehr dünn besiedelt ist. Und da kann ich die Hunde einfach frei laufen lassen, ja. Wenn wir in die Natur reingehen, brauchen wir da keine Angst haben, dass da irgendwie eine Straße kommt. Und ja, es ist einfach ein Stückchen Freiheit, ja, dass ich da mit den Hunden da ausleben kann. Genau, und vielleicht wird man auch mal ein paar schöne Bilder schicken zu den Polarlichter. Und ja, ich werde euch da vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie ich da oben dann im Norden mein Gehege aufbaue, ja, wie ich Hundehütten baue, wie ich das Gehege baue, die, sage ich mal, Zwingerelemente, wo die Hunde dann einfach auch, gerade beim größeren Rudel, das sicher untergebracht werden können, wenn ich sie mal trennen muss und so weiter. Genau, also dann mal schauen, ob ich die zwei Hündinnen noch vermittelt bekomme in gute Hände. Auch da, ich habe keinen Zug, keinen Druck dahinter. Ja, also wenn ich geeignete Besitzer finde, wo ich denke, es passt, dann würde ich sie vermitteln. Genau, gut. Soweit mal von mir. Ganz kurzes Update. Wie gesagt, hat sich mega viel getan die letzten Wochen. Sehr, sehr anstrengend, sehr stressig. Mit 20 Hunden beziehungsweise davon 8 Welpen umzuziehen, provisorisches Gehege aufbauen, Hundehütte bauen, mal noch ein paar und so weiter. Das war schon sehr, sehr kräftezehrend. Genau. Und ja. Und ja, jetzt, ich bin momentan ja sehr, sehr, ja, ein bisschen erschöpft tatsächlich, muss ich ehrlich auch mal zugeben, ja. Natürlich werden die Hunde weiter trainiert, ich mache weiterhin, habe es versucht, oder also die Wandertouren aufrecht zu erhalten, genau, dass das alles so weiterläuft, und das ist so einfach, schon sehr, sehr viel. Und ich hoffe, dass wir im April da den neuen Standort, es ist noch nicht 100% sicher, da hingehen können. Wäre auf jeden Fall eine schöne Location, um da mit dem, was ich jetzt so die letzten Jahre mir aufgebaut, mit den Hunden, auch mit den Wandertouren, um es Gästen mal zu ermöglichen, Einblicke zu bekommen, ja, mit Schlittenhunde zu leben, wie das so ist, einfach da teilen zu lassen, macht einfach auch unheimlich viel Spaß. Und von daher, ich habe auch gesehen, Abonnentenzahl YouTube sind tatsächlich schon gestiegen, ich weiß es gar nicht genau, so 440, glaube, freut mich, ja, empfehle es weiter. Vielleicht knacke ich dieses Jahr die 1000, aber das ist nicht mein Ziel, sondern ich mache einfach Videos, um euch einfach ein bisschen da teilhaben zu lassen, und ein paar Sachen, was ich noch so vorhabe, auch wirklich mal so Einblicke zu geben, auch vielleicht Material und natürlich das Training von den Hunden, genau wie ich einfach die Hunde trainiere und was mir da wichtig ist. Okay, dann schauen wir noch ein bisschen, was die Kleinen machen. Ich sage an dieser Stelle schon mal tschüss, macht's gut, bleibt gesund und fit, und vielleicht sieht man sich mal bei mir bei einer Wandertour oder einer Gespannfahrt. Und dann würde ich sagen, das nächste Video wird dann aus Schweden sein. Also bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, Mario und die kleinen Wölfe. Hier, Dino, hier, 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 fein, 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 Hadi. Hadi, ja, fein.
Was hast du da? Hat die aus! Pfui! Pfui! Aus! Pfui! Okay, da hat er jetzt was gehabt, der Hardy. Aber er hat es gut gemacht, ja. Also er hat sofort ausgespuckt. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie ein Holzstück, also jetzt nichts Schlimmes, aber sollen sie natürlich nicht machen. Das ist Trinity! Pfui. Okay, also Hundis, jetzt gehen wir weiter. Auf geht's! Hopp! Mitkommen! Auf geht's! Hopp! 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 Rennt! Ja, ja, ja! Rennt! Die haben Spaß. Also, ciao, ciao. Hier. Hier. Gut gemacht, Hundis.